Ja, hallo, willkommen, mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. In der letzten Folge sind wir noch in Mythos Schloss und dieses Vorgebiet rumgelatscht und ja, sehr schön, ne? Alles klar, jetzt sind wir wieder im Feld. Ich habe mich dann auch umgeguckt in diesem Gebiet, da haben wir nichts gefunden, toll nicht, okay, so, egal. Jedenfalls, jetzt können wir die ganzen Nebenquests durchrocken. Und ich habe hier noch einen Bonbon in der Mund, merke ich gerade erst. Verdammt. So, runtergeschluckt. Ah, okay. So, auf den Himmel könnte ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen verzichten, als er hier so aussieht, aber naja. Jetzt haben wir erstmal so 6-7 Parts. Also 6 Parts will ich jetzt hier so ungefähr füllen mit Nebenquests. Bis zum 150. Part, dann können wir nochmal zurück zum Mythos Schloss gehen und da alles machen. Aber erstmal rocken wir die ganzen Nebenquests durch. Ich suche jetzt den hier. So. Stützpunkt von Tetola oder Silverond. Silverond, ja. Alles klar, dann würde ich sagen, wir gehen als erstes nach Luin. Ich habe zufällig nicht in der Synopsis irgendwie was nur angezeigt werden. Der letzte Kampf. Boah, geil. Der letzte Kampf. Hier ist ein Blatt, wo all meine Schwächen draufstehen. Aber es ist leer. Exakt! So. Wo ist es? Luin. Ich sollte auf eine Karte gucken, ne? Das wäre gut. Obwohl, ich könnte auch alles erstmal so nacheinander abgrasen. Da habe ich eine bessere Idee. So, okay. Dann gehen wir nach Dirks Haus. Machen wir das? Ja, wo? Wo bin ich denn? Ich sehe einfach nur... Warte mal, hier ist doch Dirks Haus. Wir rasen jetzt einfach jeden Ort nochmal ab. Irgendwo wird schon was zu tun geben. Keine Ahnung, sprechen wir mal das Grab an wieder. Hallöchen. Entschuldige dich bei Mutter. Richtig, ich habe ihr Leben genommen. Egal wieso. Nein, nicht dafür. Entschuldige dich dafür, was du getan hast, um Origin zu befreien. Dafür, dass du dich in Gefahr gegeben hast, um uns zu helfen. Sie war bestimmt Krankvorsorge, als sie das mit angesehen hat. Kann schon sein. Immer so zur Sicherheit. Okay. Alles noch im grünen Bereich. Zu Hause, Mutter. Okay, eine Szene haben wir schon mal gesehen. Yay! Weitere Folgen noch. Ich muss jetzt eigentlich alles nochmal abgrasen. Hi, habt ihr irgendwas zu sagen? Kratos, irre Entschlossenheit ist bewundernswert. Seine Lebensweise zu ändern ist nicht leicht. Ich verdanke es auch Ihnen, Dirk. Sie haben Leute zu einem Mann gezogen, der aufrecht und ehrlich durchs Leben geht. Das hat mich verändert. Lassen Sie mich Ihnen danken. Ich bin doch auch sein Vater. Sie brauchen mir nicht zu danken. Ist doch selbstverständlich. Und du? Ah. Sag mal, Papst, kannst du eigentlich auch Anpassungen durchführen? Was? Anpassungen? Naja, schon, aber es gibt jede Menge Leute, die darauf richtig spezialisiert sind. Ich dachte, bei deinem Können kannst du bestimmt ein paar richtig irre Dinge fertigen. So ausgedrückt wäre es für mich als Zwerg ja peinlich, es nicht zu tun. Okay, lass mich nur machen. Der große Dirk wird sein Können für dich zum Anpassen verwenden. Wirklich? Klasse. Was willst du denn anpassen? Ah, okay. Was haben wir denn alles? Oh, schön. Ein Sephira, eine Hasenpfote, 8 Hasenpfoten, Ultima, was? Schnittchen angefangen, um ein beträchtliches. Okay, Dämonenseele muss ich dafür dreimal haben. Eieieiei. Okay, haben wir hier schon mal eine gute Auswahl. Was? Okay, werde ich drauf zurückkommen. Ein paar Sachen werde ich auch schon irgendwann haben. Das machst du jetzt auch richtig. Diese Dinge kannst du nicht halbherzig angehen. Trag deine Anfangswünsche am Ofen vor, okay. Granulat verarbeiten, habe ich Granulat. Ja, habe ich Granulat, ja. Mom. Granulat. Wenn ich wüsste, was angezeigt ist, ehrlich gesagt. Ja. Ja, super Granulat, 8 Stück. Feines Granulat 1, Granulat, okay.
5 normale Granulate, ein feines Granulat und 8 Super Granulate. So, Super Granulate. 8 Stück. Feines Granulat 1. Und Granulat 5. Das ist alles für sicher, jo. Da kann ja nichts passieren. Alles klar, gucken wir mal. Hier. Zelos Weiler, Sebastian, Programmers von Miselia, Dor. Haben wir alles. Irgendwelche 0815 Typen. Ja, werde ich mir jetzt nicht angucken. Eichhörnchen, was? Ein Eichhörnchen von Dings, ne? Im Wald, wo wir Origins bekämpft haben. Ich werde mir jetzt nicht jede einzelne oder 15 Personen hier angucken. Also entschuldigt bitte. Ja, haben wir hier schon mal ein, zwei Sachen erledigt. Gerade was mit dir? Ja, mache ich. Keine Sorge. Hier haben wir schon mal erledigt. Dann nach Iselia. Wupp. Heute zum Menschenfarben. Ich gehe alles so nach der Reihenfolge durch, also die ganzen Dungeons und so werde ich wahrscheinlich auch noch mal abgrasen irgendwann. Corinne ruft mich. Was? Corin? Sina, was ist denn da? Corin ga yondeiru yona kiga suru nda. Sonna kiga suru. Cool. Corin ga? Loido, kono atari de ichiban seirei to yukari no tsuyoi tokoro wa doko da? Am Tempel, oder? Kono atari dattara. Yappari, Materu Kyokai Seidou janai ka. Fuuin ga atta shi. Wie vergiss es, hallo? Ich bin ja auf Nebenquestreise. Hier wird keine einzige Bemerkung irgendwie ignoriert. Was? Achso, ja, stimmt. Hier war ja was. Maxwell, den müssen wir auch noch finden. Den werde ich auch irgendwann bestimmt über den Weg laufen. Da gehen wir mal zu Dingens, zu Colettes Eltern. Na? Colette, sei vorsichtig. Ja, Vater. Vollständig geil. Boah, geil. Halt vorsichtig. Ja, okay. Das Blöde ist natürlich, wegen den Zeitspannen von einigen Sachen habe ich bestimmt schon eine Menge Quests übersehen. Aber kann man halt nichts machen. Beim ersten Durchspielen ist er doch irgendwie, ja, weiß ich nicht, bisschen blöd. Ich muss auch irgendwie noch einen Grund haben, zum zweiten Mal Spiel durchzuspielen, also irgendwelche Sachen hier zu finden, die ich vorher nicht gefunden habe. Also irgendeine Motivation brauche ich ja noch. Und das ist so eine Motivation für mich. Ja, und auch schwer wahrscheinlich durchspielen. New Game Plus und so, und da bitte ein bisschen einfach. Ich nehme mal auf normale Spiele. Ich werde bestimmt hier einige Sachen mitnehmen. Außerdem, wenn ich das hier Let's Play, ist halt erst recht wieder ein blödes Problem mit den Quests. Weil wenn ich das privat für mich gespielt hätte, dann wäre ich wahrscheinlich nach jeder Story-Sache irgendwie durch die halbe Welt nochmal rumgereist. Hier musste ich ja irgendwann mal weiterkommen. Wäre ja langweilig gewesen. So, eine Seele scheint es nichts zu geben, was wir tun können. Holen wir uns nochmal hier aus. Wir wohnen zwar gerade geil, aber Taverne, ne? Nein, Chakram, Bands kaufen. Ja, ich kaufe alles, damit wir alles wenigstens einmal haben. Beispiel Stiefel hier. Ich hätte eigentlich so mit Dings gerechnet, mit magischen. Ja, nicht magischen Dinger, egal. Ich habe mit gar nichts gerechnet, egal. So, dann gehen wir mal zum Tempel von Martell, wenn wir schon dabei sind. Speicher mal auch. Am besten. Der war doch hier, ne? Boah, wie lange ist das jetzt aber hier war, ne? Komm, der guten alten Zeitenwelle mache ich euch mal platt. Boah, geil. Ja, ich habe 1,36 Grad bekommen. Was? Die macht die Zeit zu, die Zeit überwindet. Okay. Doka shite, Lloyd.
敵を倒したのに浮かない顔ね。エターナルソードって人が扱える力を超えてる。俺感じるんだ、この剣の真の力。この剣はその気になれば時をも超えられるんじゃないかって。時を超える？過去や未来に行けるということ？ああ、ロイド、もしその剣の力で過去に行けるのなら、私は。ダメだぞ先生。どんな辛い過去でもそれは変えちゃいけないんだ。やり直しが効かないからみんな頑張って生きるんだ。力を手に入れたからって自分の都合で歴史を変えちゃいけないんだ。そうね、その通りだわ。この剣は、okay. 時を超えなくてもみんなを助ける力を持ってる。俺は過去を変えるんじゃなくて、未来を見るんじゃなくて、明日を作るためにこの剣を使う。ごめん先生、でも分かってくれ。ロイド、謝るのは私の方だわ。ごめんなさい。 Okay, mit dem Squid habe ich irgendwie an was vollkommen anderes gedacht. Ich spreche mal zur Sicherheit. Und zwar, als sie gesagt hat, wenn ich in die Zukunft, in die Vergangenheit gehen könnte, dann würde ich. Habe ich jetzt nicht so irgendwas Dramatisches gedacht. Da habe ich irgendwie gedacht, dass sie dann irgendwie sowas sagt, wie dann könnte ich jede einzelne Ruine besuchen und jeden einzelnen Stein aufsammeln und die ganzen Geheimnisse erforschen. So Ruin-Maniac-Style wieder. Da hat das voll die traurige Wendung und so genommen und das fand ich dann ein bisschen blöd. Ich fand meine Variante besser. Okay. Das heißt, wir müssen hier nochmal durchgehen, ne? Ich bin mir ganz sicher, Kurin ist hier. Es gab ja keinen Elementargeist, China. Aber ich kann ihn spüren. Ich spüre, Kurin ist hier. Lass uns weiter reingehen, bitte, Leute. Sicher doch, los geht's. Deswegen sind wir ja hier. Immer so nebenbei, seid ihr stärker geworden? Jetzt, wo ihr Nebenquest ist. Ja, ihr hält zwei Schläge aus. Na gut. Also kann man gerade auch farmen, ne? Einfach irgendwelche schwachen Gegner besiegen. Oh. Wir sind übrigens die heiligen Tränke ausgegangen, deswegen setzt ihr auch nicht ein gerade. Ich tatsächlich wundert. Ja, das haben wir auch schon das letzte Mal. Oh. Warum? Ich möchte es nicht nur vorweisen können, gegen diese Typen hier gekämpft zu haben. Aber gehen wir einfach ganz tief rein. Wird schon nichts. Wird schon nichts verpassen. Wir gehen einfach zum Siegel und Ende. What the heck? Boah, schon so lange her. Wir fallen Nostalgie-Schock gerade. So, dann auf zum Siegel. Vielleicht irgendwie einen Boss besiegen und irgendwie sowas. Mal gucken. Und hier ist nicht richtig. Ah! Ah. Also nicht dann. Hier? Nö. Wahrscheinlich muss ich durch die Mitte gehen irgendwie, ne? Keine Ahnung. Und dann versuchen wir noch durch die Mitte zu gehen. Jetzt sind wahrscheinlich die ganzen Gegner wieder gespawnt, ne? Ich darf die nochmal alle fertig machen. Geil. All die Level 1, 2 Gegner hier. Also, wir waren Dingers, ne? Also Elektri, so eine Elektrobarriere oder irgendwie sowas. Habe ich mir das nur eingebildet? Anscheinend ist es ja nicht hier. China. Was? Coins Glöckchen. Wow. Corinne, bist du es? Cool. China, Nachkomme denen, die die Macht der Beschwörung, des Beschwörens beherrschen. Du, die mir das menschliche Herz gezeigt hat. Du bist nicht Corinne? Begierde, Großzügigkeit, Heiterkeit, Trauer, Wut, Gewalt, Besorgnis, Liebe, Hass, Trauer, Verzweiflung, Erniedrigung. Wovon zum Geier redet das Ding?
Was kann ich mir vom menschlichen Herzen erhoffen? Ich, Berius, stelle euch diese Frage, also zeigt es mir. Und los geht's! Ich habe eure Herzen gefühlt. Angst, Bedauern, Ungeduld, Einsamkeit. Doch stärker sind Hoffnung, Mut und Liebe. Wir werden nicht kämpfen? Meine Existenz dient dazu, alle Lebewesen zu beobachten, die ein Herz besitzen. Ich schließe keine Pakte, an niemanden bin ich gebunden. Du sagtest, dein Name lautet Berius. Wer bist du? Shina, ich bin der, den du einst als Corinne bekannt, der einst als Corinne bekannt war. Der Elementargeist, der am längsten Kontakt zu einem menschlichen Herzen hatte. Kontakt zu einem menschlichen Herzen? Als meine Kräfte verschwanden, hielten menschliche Herzen zu mir. Alle menschlichen Emotionen, sowohl die negativen als auch die positiven, haben mich zum Elementargeist der Herzen, Berius, gemacht. Also bist du Corinne, richtig? Ja, das könnte man sagen. Ich bin Corinne. Wir könnten wieder zusammen sein, oder? Du kommst doch mit mir, stimmt's, Corinne? Nein, ich werde zum Teil dieser Welt und wache über all diejenigen, die ein Herz besitzen. Nein. Shina, Nachkommen der Beschwörer, ich kann nicht mit dir kommen. Mein Herz wird dich jedoch überall hin begleiten. Immerhin wurde meine Existenz als Elementargeist des Herzens durch die Berührung mit deinem Herzen überhaupt möglich. Unsere Herzen werden zusammen sein. Ja, das werden sie. Solange Menschen Herzen haben, werde ich mit ihnen sein. Und ich werde dich überall hin begleiten, Shina. Solange wir Herzen haben, vergiss niemals, dein Versprechen an mich ist dein Herz. Unsere Herzen? Das ist toll, Shina. Corinne ist zurück. Das ist richtig. Da es ein menschliches Herz ermöglicht hat, dass Corinne als Berius zurückgekommen ist, muss es dein Herz gewesen sein, Shina. Nein, eure Herzen waren es. Eure Herzen waren es, die Berius und mich wieder zusammengebracht haben. Ich danke euch allen. Mein Gott, das ganze Quatsch über Herzen. Ich komme irgendwie vor wie ein Kingdom Hearts. Ganz ehrlich. Oh, schade, kein Corinne wieder bei uns. Oder Berius. Aber naja. Irgendwie gehofft, der kleine Corinne will uns auch irgendwie begleiten. Aber anscheinend nicht. Verdammt. Na, no, dann haben wir hier alles erledigt? Fragezeichen. Dann nächstes. Triert. Da unten. Warte mal, nee, da war ich nicht mehr. Wir gehen alles nach der Reihe einfach ab. Egal, was hier auf dem Weg liegt und was nicht. So, Trier, da war ich ja vor kurzem noch. Genau, hier gibt es dieses komische Minispiel mit diesen Onkels. Darauf habe ich ehrlich gesagt jetzt nicht so viel Bock. Und ob ich das überhaupt mache, weiß ich auch nicht. Vielleicht offscreen oder so. So was irgendwie onscreen zu machen, finde ich ein bisschen blöd. Ja, ich kaufe mir von jedem Exemplar irgendwas. Da tut mich der Sammlerinstinkt schon wieder packen. Ob ich das eigentlich hier alles für Luin irgendwie so benutzen könnte. Aber naja. Ich glaube, hier gibt es nichts mehr, oder? Ja, dieser eine Typ mit dem Minispiel. Ja, ne, der Himmel. Auf den könnte ich auch gerne verzichten, ne. Er hat ja alles so pinken Himmel, das ist auch ein bisschen blöd. Keine Skit, okay. Keine Skits, meine ich. So, du. Dö. Ja, ne, pack mal kurz, bleibt ja aus. Da muss ich eine Stadt weniger erkunden. Jawohl, ja, Millionen Menschen sind gestorben. Verdammt. Und irgendwo fehlt mir noch ein Wunderkoch, glaube ich, habe ich so das Gefühl. Weil da irgendeine hässliche Lücke in meinem Kochbuch ist. Und die muss ich wahrscheinlich irgendwie füllen. Leck mich!
Ich spreche gerade mit Martin. Ich bin der geheimnisvolle Wunderkoch. Überrascht, der Geschmack von süßem Kohl und leckerem Fleisch ist einfach unschlagbar. Ich bringe euch bei, wie man Kohlrouladen zubereitet. Bams. Hättest nicht gedacht, dass ich hier auftauche, ne? Ja. Kohlrouladen, man nimmt Kohl und Fleisch. Bams, Kohlrouladen. Lebt wohl, tschüss, mein Planet braucht mich. Ich werde immer da sein. In eure Herzen. Okay, so, wie sieht's jetzt aus? Da, jetzt ist die Lücke weg. Sehr gut. Die vier sind irgendwie so, weiß ich nicht, so schön angeordnet. Die bekomme ich bestimmt auf irgendeine andere spezielle Weise oder irgendwie sowas. Könnte ich mir vorstellen. Man, das war ein gruseliger Zufall. Also bei meinem Leben, ich habe nirgendwo irgendwie was nachgeguckt und so, da war einfach so ein richtig geiler Zufall jetzt. Ich habe vor einer Sekunde vor denen gesprochen, dann kommt der direkt. Mir fehlt nur ein Hund, verdammt, hat nicht geklappt. Da ist ja ein und wahrscheinlich sogar noch mehrere. Mir fehlt irgendeine Sache. Ja, ne, ich habe mich mal hier so ein bisschen umgeguckt bei Dingens, beim Album. Sieht auch nicht schlecht aus. 85%, 83, 73, 87, 79, 80, 67, 96. Und hier fehlen mir bestimmt auch noch zwei Sachen oder eins. Finde ich gut. Ja, so schlampig bin ich nicht gewesen im Spiel. Haben wohl zerstört. Boah, geil. So, wieder gleich hier. Mal sehen. Das ist er ja. Bis jetzt hat die noch nie was anderes gesagt. Kann das sein? Na gut, dann. Ich sage, den Part beende ich wieder hier. Wir haben Varios / Corinne gefunden. Und ja. Dann. Das Quest werde ich irgendwann später machen. Ist da irgendwas? Was aus, als wäre im Topf irgendwas drin. Da hat niemand aufräumt. Ne? Das ist die ganze Zeit da kaputt. Und als nächstes müssten wir nach Isolde. Dahin, Bams. Gut, dann wird im nächsten Part schon irgendwas passieren. Dann speichere ich hier. Und unsere Nebenquest-Reise geht dann in der nächsten Folge weiter. Von Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. Ich bedanke mich allen herzlich fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.